Ja, meine lieben Bros und Brosins, und willkommen zurück zu einem weiteren Live-Reaction. Diesmal Fire Emblem Direct. Ja, und ich bin ja ein großer Fire Emblem-Fan, wie ihr das wisst. Und ja, von daher hier die Live-Reaction. Ja, also ich habe mich nicht spoilern lassen, deswegen keine Sorge, alles gut. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wann ich das Video überhaupt hochlade, weil ich bin momentan so beschäftigt und so. Es ist echt unglaublich. Naja, heute ist auf jeden Fall der 20. Januar, ne? Und dieser Direct war ja am 18., also ich nehme es am Samstag auf. Keine Ahnung, wann ich das hochladen werde. Ich hoffe, so früh wie möglich. Wenn nicht, dann ist egal, was soll das. Hauptsache Live-Reaction, das ist das Wichtigste. Und ja, deswegen, meine lieben Bros und Cousins, nochmal eine nützliche Sache. Jetzt muss ich mal ernsthaft mit euch reden. Keine Sorge, kein Real Talk, alles super. Die Sache ist die, da ich ein großer Fire Emblem-Fan bin, heißt es ja nicht, dass ich jetzt nur ein einziges Fire Emblem gespielt habe und das war's. Ich habe natürlich mehr Spiele gespielt. Schließlich habe ich mit Fire Emblem, ich glaube, ich war da 14 Jahre alt, da habe ich mit Fire Emblem, oh, ich weiß nicht mehr, ob das Blazing Sword oder Binding Blade heißt. Auf jeden Fall die Spiele mit Lynn Hector und Eliwood, genau. Die drei, ja, das war echt cool. Das war mein erstes Fire Emblem-Spiel, das ich durchgespielt habe. Das war echt cool. Ja, das war echt geil. Also, falls einer von euch das noch kennt, richtig cooles Spiel. Probiert es auf jeden Fall aus. Ja, das war mein erstes Fire Emblem-Spiel. War jetzt nicht der Riesenfan, aber ich fand die Serie trotzdem voll cool, weil es so strategisch war, so Spiel Schach und so. Ja, das war auf jeden Fall mein erstes Fire Emblem-Game. So, dann, Jahre später, sagen wir es mal so, kam dann Fire Emblem Awakening. Alle haben das so voll gespielt und so. Und ich habe das dann auch mal gespielt, weil ich dachte, ja, Fire Emblem habe ich gute Erinnerungen, warum nicht? Habe ich dann Fire Emblem Awakening gespielt und BAMS, Alter, bin ich voll ausgerastet, wie geil das Game war, Alter. So cool, dass ich mir, naja, wie schon, wer das ist. Sascha, ne? Dass Sascha kreiert worden ist. Nein, jedenfalls, Alter, steht das da so geil. Robin ist da mega cool. Ihr wisst genau, wer Robin ist. Sascha meine ich damit. Ja, und alter Schädel, Chrom war da noch dabei und boah, auf jeden Fall mega geil. Auf jeden Fall die geilste Serie aller Zeiten, hat bisher nichts. Wow, was zum? Ich dachte, die Kamera gerade, aber alles super. Ja, ich dachte, nichts könnte es toppen. Bisher hat es auch nicht getoppt. Denn später kam Fire Emblem Fates. Das war dann das dritte und letzte Fire Emblem, das ich zuletzt durchgespielt habe. Ich habe alle drei Teile durchgespielt, Alter. Also, ich sag's mal auf Englisch, damit es leichter ist. Also Birthright, Conquest und Revelation. So, die drei heißen. Ich weiß jetzt nicht, wie die auf Deutsch heißen. Aber auf jeden Fall, die drei Wege habe ich hier natürlich gespielt. Also ich fand Vermächtnis leicht, aber langweilig, wenn ich ehrlich bin. Conquest fand ich interessanter von der Story her, aber trotzdem scheiße. Und der dritte und letzte Weg, Revelation, war halt der beste Weg von allen. Aber kann man sich ja auch vorstellen, warum. Ja, so, und deswegen bin ich jetzt mal echt gespannt, was die im Fire Emblem Direct erzählen. Ich bin echt mega gespannt. Ich habe keine Ahnung, was sie uns zeigen. Und ja, Mann, jetzt wo ihr wisst, von meinen Fire Emblem-Erfahrungen, die ich gesammelt habe und die ich jetzt mit euch gerade geteilt habe, wisst ihr, auf welchem Stand ich gerade mit Fire Emblem bin. Deswegen momentan bisher all das, jedes Aktuelle durchgespielt. Momentan das beste Fire Emblem Spiel ist Fire Emblem Awakening. Und wie geil wäre das, wenn die jetzt Fire Emblem Awakening Teil 2 machen würden oder so eine Fortsetzung? Überlegt ihr das mal, wie geil das wäre. Aber ich glaube nicht, dass sie das machen. Ich glaube, die machen bestimmt irgendwie alte Spiele oder weiß was ich. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich jetzt nicht so gut wie in Fire Emblem aus. Ich weiß nur, die hatten früher richtig geile Spiele gehabt. Sogar eins auf den NES. Das habe ich nur angespielt, aber nie wirklich gespielt. So, aber reden wir mal nicht lange und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Ja. Let's go, ne? Yo, voll cool. So, Robin Hype. Wir sind alle dabei. Das wäre cool. Yo. Ja, okay. Was zum? Vor die Musik. Yo, voll cool. Singen die erstmal Fire Emblem. Welcome to Fire Emblem Was zum? Direct. Oh, okay. Your destination for news and updates on multiple new Fire Emblem titles. Aha. War looms. So Yo, prepare for total. battle by arming yourself with information on the Auf in many den quests Kampf, ahead. ja. Das ist ja The cool. first begins now. Okay, oh, okay. Neues Game, keine Ahnung. Let's go. Okay, was zum? Okay, wieder irgendwie Anime, wieder irgendwie was. Okay, was soll. Was zum? Vor die zwei Kinder erstmal.
Ja, ich so, oh Mann, kann die nicht einfach Entschuldigung sagen? Ja, als ob das so einfach ist. Ja, voll witzig, ey. Okay. Okay. Sieht man erstmal die Freundschaft von den beiden, von Jungen und dem Mädchen, schon klar. Yo! Krass, Alter, erstmal das Feiern an sich. Yo, voll heftig. Aha. Okay, das könnt ihr selber lesen. Ich lese das jetzt nicht extra vor. Jo. Ist ja krass, okay. Offenbar ein neues Game, da bin ich mal gespannt. Aha. Ja, alles klar, wir haben verstanden. Ich will Action sehen. Auf geht's. Okay, das ist offenbar der Held. Okay, das ist offenbar die Heldin. Ah, hier sind die Erwachsenen geworden. Okay, sind okay. Aha. Duma und Mila, okay, das sind die zwei Drachen, okay. Mhm. Ja, sicher. Okay. Ist klar, voll Meinungsunterschied. Okay, Meinungsverschiedenheit, schon klar. Okay. Mhm. Okay. Aha. Okay, also die eine regiert im Norden, die andere im Süden, okay. Okay, alles nur auf Japanisch, also auf Japanisch reden. Okay. Zum Glück gibt es englischen Text, Alter. Yo. Okay. Mhm. Mhm. Oh, okay. Yay, alles friedlich, alles so wie es sein sollte. Oho, okay. Schon klar, erstmal die Tänzer, die kennen wir von Fire Emblem. Und natürlich der böse König, schon klar. Nein. Okay, ich kann mir vorstellen, dass der böse ist. Der sieht schon so aus. Ja, ja genau. Ja, immer Krieg, schon klar, aber es war immer so. Das wird sich nie ändern. Ja. Alter Schwede, voller König, ja Mann. Alter Schwede, der sieht aus wie König Garen von Fire Emblem Fates, Alter. Ja. Also jetzt von hinten, Alter. Ja, voll krass. Okay. Ja, alles klar, okay. Fire Emblem Echoes. Oh, neues Fire Emblem, alles klar. Shadow of Valentia. Interessant. The glorious past will be reborn as Fire Emblem Echoes. Shadows of Valentia. Okay. Interessant. This game is inspired by the second installment in the series. Oh, von alten Fire Emblem Games. Okay. Which released exclusively in Japan in 1992. While the art is very much in its time, it helped to define the series' signature style. Alter, das ist schon geil. Guidance stands out from the rest of the series thanks to its unique gameplay system. Also nicht die japanische Sprache, das dabei war, sondern allgemein. And mixes in some exploration in towns and dungeons. So sah Fire Emblem ursprünglich aus. So auf den NES. Ja, krass. Es gab auch eins auf dem Super NES, aber as for Fire Emblem, okay. Jo, Alter Schede. Interessant, okay, yo. Erstmal zurückgebracht auf die moderne Art und Weise, so wie es sein soll, voll cool. Alm, okay, Alm und Celicia, okay, das sind beide Helden, alles klar. Continent of Valentia, which the developers have recreated from the ground up. Okay. Kann man denn wenigstens auf Englisch? Na egal. The conflict will come to life even in cutscenes created by Studio Core. Oh, voll cool. Ja, vor die Cutscene erstmal voll krass. Every aspect of Gaiden's presentation has been updated. Alter, shit. Yo, also für die ganzen Gaiden-Fans, Alter, ihr könnt bestimmt ausrasten, da kann ich mir vorstellen. Das ist bestimmt mega hyped. Yo, ich habe das Spiel leider nie gespielt, vielleicht nur angespielt, aber wow, das ist cool, dass sie das zurückgebracht haben. Das ist echt geil. Yo. Oh, okay, das ist cool. Everything that made Fire Emblem Gaiden unique is here. Okay. It's classic Fire Emblem gameplay with a twist. Okay. Yo, das ist cool. Sorry, dass ich jetzt nicht ausraste zu irgendwas, weil so interessant, ich sag's mal so, das kenne ich ja alles schon, wie das alles funktioniert, wie alles. Oh, wow, cooler Blitz. Aber was ich cool finde und hype finde, ist das neue Fire Emblem Game. Das ist cool. Okay. Yo, voll cool.
Alter, schön. Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentia. Okay, wann kommst du raus? Oh, 19. Mai, okay, nicht so lange. Okay, ist ja erst ein paar Monate. Ja, sicher, erstmal Amiibos, was auch sonst. Ist ja immer so gewesen. Nicht zu fassen. Jo. On the distant horizon. Okay. Another full-scale war is mounting. Yay, Fire Emblem. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was das nächste ist. Oh, wow, für Nintendo Switch aus, ne? New Fire Emblem game is coming to Nintendo Switch. Yo, wie geil, einfach mal. Ey, wie geil, Fire Emblem. Für die Nintendo Switch. Fire Emblem Radiant Dawn on the Wii console. Oh, wow. But with Nintendo Switch, yes. The home console experience of Fire Emblem won't be confined to your house. Yo, voll geil, endlich, yes. Fire Emblem Home Console. Yo, 2018, Alter, nächstes Jahr, schon klar. Yo, okay, jetzt geht's ab, Alter. Fire Emblem Warriors, jetzt bin ich mal gespannt. Ich will Chrome Smooth sehen und vielleicht noch Wobble. Also Sascha, das ist ja cool. Okay. Ja, Mann, das war voll kurz. Ich will noch mehr sehen. Oh, oh, jetzt geht's ab. Okay, jetzt bin ich hyped. Okay, das jetzt ist geil. Ja, okay. Ja, okay, das haben wir eigentlich schon gesehen, ne, von der Präsentation. Okay. Yo, Fire Emblem Awakening, der Fallschirm. Yo, Fire Emblem Fates, der Fire Emblem halt. Yo, okay, und von den alten Fire Emblem Games. Alle voll krass, yo. Voll geil. Yo. Yo. Voll geil. Ich krieg immer noch Goosebumps, Alter, voll krass. Yo, voll cool. Ja, Mann, Unity. Vereinigt euch! Ah, jetzt sieht man irgendwann das Englische. Yo, Fire Emblem Warriors! Yo! Voll geil, Alter! Yo, das ist cool! Yo! Das ist geiles Fire Emblem Game. Also, ist es vielleicht Spin-off, aber yo! Yo, okay, jetzt das ist voll geil. Yo, Chrome, okay, zeig, was du drauf hast. Wow, jetzt bin ich mal gespannt. Yo, da bist du, Chrome! Ich wusste, dass du dabei bist. Yo, yo, Alter, das ist so mega geil. Yo, Alter! Yo, voll die krassen Moves, Alter! Du weißt, yo, Alter! Yo, wie geil! Ja, war cool. Oh, wie geil. Oh, das war's? Okay. Ja, immerhin Herbst 2017. Oh, das wäre geil. Oh, still not ready for battle? Ja, Mann. Then listen up. Okay. The game is being developed not only for Nintendo Switch, but also for new Nintendo 3DS systems. Look out for Koei Tecmo's Fire Emblem auch für den 3DS. Na gut, okay, für die DS wollen. Schön, wie es ist. Okay. Das ist gut. Okay. Okay, was noch? Now for a lesson in truly mobile defense. To battle. Was so? Okay. Wow, okay, was geht hier ab? Okay. Okay. Oh, verdammt, okay. Wartet mal, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Ist das Marth? Yo. Wir sehen uns gleich wieder. Es hat bei mir kurz geklingelt, deswegen. Ja, bis gleich, ne? Yo, meine lieben Bros und Rosins, da bin ich wieder zurück. Auf geht's. Yo, Marth erstmal, okay, mal gucken, was abgeht. Oh, ich bin voll gespannt, Alter. Fire Emblem Warriors übrigens war voll geil gerade. Ja, okay, auf geht's. Yo, was zum... Okay, wow. Okay, jetzt ist das Fire Emblem Game, das mich langsam anspricht. Yo, voll krass. Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Oh, was zum... Voll heftig, okay. Yo, da ist der Typ vom Thumbnail, also von dem, du weißt schon, wie das Video gestanden hat. Was zum Wobbin? Bist du das? Nee, das kannst du nicht sein. Du hast schwarzen Umhang, keinen Weiß. Was zum, was geht hier ab, Alter? Yo, okay, was zum, okay. Okay, nee, das ist doch nicht mal, was zum, Alter, was geht hier ab? Was? Zelda, Lucina, was geht hier ab? Was ist das? Camilla, was zum Teufel? Wow, okay. Bruder, Schwester, was geht hier ab? Wow, was? Lissa, was war? Was? Hä? Okay, was geht hier ab? Was ist hier los? Voll das geile Was zum? Fire Emblem You just Heroes. Saw the opening of the first ever Fire Emblem game for smart devices. Oh, okay. Okay, für Handy Smartphones. Ich dachte für ein neues Fire Emblem Game. Yo, das war voll geil. And level up beloved series characters. Alter, das war so geil. Habt ihr gesehen die ganzen Helden? Voll geil, Alter. Yo. And you're in luck. War das Warbird in weißen Mantel, Alter? Das wäre mega geil. Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Yo, voll hype, okay. Two warring kingdoms together in a bitter clash. The Emelian Empire
plans to conquer every world that collides while the Askren Kingdom stands against determined to end their okay. Bring dir erstmal die ganzen neuesten Feinde. The Kingdom of Asker faces total destruction. Voll cool, Marth erstmal Kamina schon klar. Ja, Lucina, ja, wie geil. Das ist cool. Das ist echt geil. Yo, habt ihr da Lynn und. Yo, oh mein Gott, yo. Alter Schäde. Yo, Quam und. Wow. Und yo, oh mein Gott, das ist so viel. Yo, was geht hier ab? Alle meine Lieblingshelden. Okay. That way you can enjoy the full majesty of tactical roleplay. Ach so, okay. Even so when playing in short bursts. Hey, ah, nein, erstmal vergessen. Ja, was zum. Ah, Alfonso, hier ist der übrigens. Ah, okay. Simply drag an ally until it overlaps with an enemy. Ja! Or, as in previous Fire Emblem games, you can select a location on the screen to move there, and then select your action. Ja, interessant. Cool. Ah, guck mal, Anna ist wieder zurückgekommen, schon klar. Witzig, ja. It's your army, Alter. So lead them your way. Gut gemacht, ja. Hier ist nur noch der letzte übrig. Okay. Ja. Wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du triffst, großartig. Ja, ist gut. Okay, ja, voll cool, Alter. Das ist geil. Das ist geil. Olivia? Yo, was so? Wow, was ist das Crossover jetzt irgendwie hier alles? Was geht hier ab, Alter? Was geht hier ab, Alter? Ich kenne voll viele Leute gerade, die die Helden sind. Yo, das ist ja mega geil. Yo, Chroma Boy! Ist auch wieder da. Ein bisschen Anime-Style sehen die aus. Yo, Sunny ist da! Yo, wie geil! Was? Boah, ich kann das nicht aufnehmen, das ist so. So ungewöhnlich. Okay. Ja, okay. Das ist ja klar, das kennt jeder, der Fire Emblem gespielt hat, kennt ja das. Papier halt. Was hat Vorteile? Welche Waffen haben Vorteile? Even the bravest of Fire Emblem heroes would do best to avoid attacks from enemies with dominant attributes. Yo, voll geil! Wow, was zum? Oh, das darf man nicht wahr sein. Nein! Ey, das war scheiße. Was haben die dann gerade durchgezogen? Chrom gegen Perry, was geht hier ab, Alter? You can summon a hero to claim as your own. Oh my god, die Musik. Yo, voll die geile Musik. Takumi, bro, ist okay. Yo, Tiki erstmal, yo. Okay. Orbs can be acquired during yo, Odin! Or through that, additional yo, purchases cool. At the shop. Oh my, okay. Now, let's summon a hero. Yo, Robin ist da, ich wusste doch, wenn die Fire Emblem Army dabei ist, dann ist das Fire Emblem Awakening. Oh, interessant. Okay. Okay. Ja, voll geil, Alter. Yo, das ist ja das geilste Handy-App aller Zeiten. Yo, voll geil. And the number of orbs required to summon a hero will lessen. Okay, interessant. Yo, wow. On this first summon, I'm crossing my fingers for Long Ku. Long Ku, my boy. And the dancer Olivia. Und Olivia, yo. Oh, wie cool. Sind die erstmal zurück? Yo. Okay, I might get that sword on my next try, so let's try summoning again. Okay. When you repeatedly summon, you can save on the number of orbs you need to use. So okay. That's a bonus too. Okay. Excellent. Yes. Longku, my boy. Longku is cool, man. Never learn their limits. Eigentlich alle Charaktere von Fire Emblem Awakening sind awesome, Alter. The heroes are depicted in brand new art, drawn by a variety of illustrators. Jakob, okay, sieh mal einer. Lynn, yo, lange nicht mehr gesehen, yo. Azura, okay, oh mein Gott, das ist zu viel. Yo, Tarja, okay. Das zeigt nicht, was Robin da denkt. Yo, voll krass, Alter. Nassian, yo. Yo, Lilina, yo, da wo Roy dabei war. Das Game, yo. Okma und Robin, der Beste aller Zeiten, yo. Yo, okay. Robin, eigentlich heißt er Sascha, aber egal. Was zum? Versions of the same character. Okay. But higher star counts can mean higher stats, better weapons, and better skills.
Okay. Okay, let's add Long Ku to the party and. Yo, voll geil. Ja, ich kenne voll viele, die da unten sind. Ja. Wow, das ist ungewöhnlich für mich. Long Ku! Oh, okay. Ich dachte, er macht einen Crit, weil er das immer macht. Das ist voll geil. Oh, come on, Mann! Ey, was machen die da für eine Scheiße? I'm afraid our fledgling Long Ku has a great deal to learn. My boy, du hast keine Ahnung, wer Long Ku ist, Alter. Long Ku ist voll cool drauf. Der hätte das gewonnen. Wärst du nicht so dumm. Such as the training egal. Where heroes can gain ample experience and rewards through combat. Ja, voll geil, Alter. Ja. Okay, Long Ku! Yes! Ja! Ich wusste das, siehst du? Das ist der Long Ku, den wir kennen, Mann! Das ist Long Ku, Mann! Ja! Yo, level up! Nice! Yo! Voll cool! Da werde ich immer stärker, so! Ja, das ist so cool, Alter! Hype, my boy, hype! Yo, das ist so cool! Oh, wow, yo! Oh, my! Okay. Okay. Yo, voll geil! Nice! Okay. Das ist cool! Okay, yo! As you can see, Long Ku geht ab. Nice. Yo. Hero Battle, okay. Hero Battles, let's go. Yo, okay. Hero Battles are timed encounters in which you'll battle against a selected hero. Yo, Long Ku, was da, was zum da, irgendwas ist hier falsch, das geht hier nicht, okay? Stahl, was geht, Alter? Lange nicht gesehen. Ja, voll cool. Alter, Schiede, voll geil. Okay. Ja, okay. Long Ku, let's go! Ja! Ja, Mann, critical hit! Ah, das ist geil. Nice, okay. Ja. Boah. Oh, okay, man kann die dann, okay, man kann die dann zum eigenen Team bringen. Okay, das ist cool, das ist cool. Okay, ja. Jo, habt ihr gesehen, die ganzen Helden? Voll geil. Ja. Yo, Navarre, yo, was, Lön, was machst du hier, Bro, wie klar, Girl, meine ich, yo, Troll, okay, yo, komm, yo, Robin macht jetzt alle fertig, keine Sorge, Alter, yo, was geht hier ab, Alter, voll geil, yo, okay, App Store, Google Play, nice, okay, auf allen Handys, 2. Februar, oh mein Gott, yo, das ist ja schon bald, we're opening up the official Fire Emblem Heroes Choose Your Legends event, starting today. You can visit the website to browse through characters from the Fire Emblem franchise. Oh my, that's cool. Select the ones that you'd like to see make an appearance in Fire Emblem Heroes. Then, the global community's top-ranked hero and heroine will be featured in Fire Emblem Heroes as Choose Your Legends oh event my, characters. Yo. Marth, Tiki, Seliph, oh wow. Roy, okay, what? Lin, yeah. Erika, Ike. Ja, erstmal die ganzen Protagonisten, Quam, my boy. Navarre, ja, Long Ku, ja. Veladon, and Niles. Und wo ist Robin? Okay, Niles over Robin, remember, was soll die Scheiße? Keine Ahnung. Ja, wow, okay, das ist... For Nintendo account holders, okay, das ist ja praktisch cool. A platinum point wow. Bonus for voting. Okay. Ja, oh, wow, okay. Ist ja geil. Könnte mal schon mal sagen, gestern ist ja geil. Gut zu wissen. But there are many quests yo. Ahead. Till we meet in battle. Oh my. Yo. Oh, das war's? Okay. Yo, das war geil. Boah, my boy. Das war geil. Fire Emblem Heroes, bestes Game. Ich dachte, das war Fire Emblem Awakening 2 und dann irgendwie Crossover irgendwie mit... Weiß nicht, Fire Emblem Fates und dann die alten Games und dann alles Crossover, boah, und dann noch auf dem Handy, boah, Alter, was geht hier ab? Okay, aber keine Sorge, Robin macht alle fertig, er ist der Boss, er kann alles, also, das ist ja, yo, yo, Long Ku und Olivia, yo, meine, alter Schäde, wenn ich das Sascha erzähle, der wird, alter Schäde, er wird in Ohnmacht fallen, Alter, wenn er das hört, yo, voll cool, yo, voll geil. Die besten Leute aller Zeiten sind zurückgekommen. Wie cool, Alter. Das ist jetzt so cool. Yo, Fire Emblem Heroes, best. Yo, es ist jetzt kein Videogame, aber es ist halt auf dem Smartphone. Mega geiles Game. Yo, Alter, Hype, Alter. Hype, Hype, Hype. Yo, oh, Alter, das ist jetzt so cool. Robin Hype, ne? Yo, Alter, voll geil. Yo, das war echt geil. Yo, das war das allerkrasseste aller Zeiten. Yo, das war cool. Ein bisschen strange, alle Helden auf einmal zu sehen, aber okay. Was soll das? Mir hat's gefallen, ich fand's cool.
Schade, dass Corrin dabei ist, weil wir wissen alle, was für ein Waschlappen er ist, aber egal. Was soll's? Für die Fans, die Corrin mögen, was soll's? Yo, aber Hauptsache, Robin ist da drin, Corrin ist da drin und voll viele Fire Emblem Awakening-Typen von Fire Emblem Fates, meinetwegen, ist auch cool. Ich meine, Zelda war voll geil. Und yo, voll krass, und Lucina war dabei. Yo, voll mega krass. Und Anna, obwohl Anna ist eigentlich immer überall dabei gewesen. Jo, und boah, Alter, das ist ja mega krass. Jo, Lynn war dabei, habt ihr gesehen? Und Roy. Und boah, Alter, jo, ich glaube, ich muss jetzt mal pausieren, um erstmal runterzukommen, weil das war mega geil. Jo, erstmal Fire Emblem Warriors, Alter, kommt im Herbst, reißt alles durch, zerstört hier alles. Und dann ein neues Fire Emblem für die Switch kommt, von mega krass. Dann Fire Emblem Echoes auf für den 3DS kommt bald. Das ist auch mega cool. Jo, und. Dann natürlich Fire Emblem Heroes, was alles zerstört hat. Kommt sogar im Februar. Oh, mich ärgert das ein bisschen, weil im Februar schreibe ich die ganzen Klausuren. Und boah, Mist, ey, das ist natürlich ärgerlich, dass es genau im Februar rauskommt. Naja, egal, was soll das. Ich glaube, Videos werde ich darüber dann im März dann machen, weil ich habe den ganzen Februar schreibe ich nur Klausuren. Deswegen im März bin ich dann durch. Und ja, ich glaube, im März mache ich dann darüber Videos. Aber vorerst, das ist zwar mega geil. Jo, Alter. Ja, das war cool. Alter, wow, das war cool. Ey, ich muss mich erstmal beruhigen. Also, mein lieben Buas und Musins. Wow, was ist mit der Kamera los? Was zum, das sehe ich jetzt erst. Hallo. Oh, shit, Alter. Okay, Leute, das sehe ich zum ersten Mal. Was soll denn die Scheiße? Okay, ey, Kamera, wenn du jetzt alles ruiniert hast, dann bist du so eine Scheiße. Hallo? Was soll die Scheiße? Okay, warte mal. Ich glaube, jetzt hat er das bestimmt von ganz nah fokussiert, ne? Ja, das sieht man perfekt, ne? Und wenn man hier ein bisschen weiter rausgeht, kannst du mal bitte das rauszoomen? Was soll denn die Scheiße? Mann, die Kamera macht aber auch Ärger, wenn man genau dann, wenn man es nicht merkt. Ach, naja, ist kein... Was soll das denn, Alter? Na gut, meine, trotzdem, ich beende dann einfach hier die Aufnahme. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich fix das irgendwie und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Haut rein, stay awesome und ja, das war euer Relink. Ciao!